Eine streunende Katze tauchte immer wieder am Stand eines Metzgers auf und bettelte um einen Bissen Fleisch. Irgendwann gab der Metzger immer nach und bot ihr ein paar Reste an. Aber die Katze wollte es nicht essen und trug es stattdessen weg. Wohin sie es brachte, war ein Rätsel. Aber als die Leute ihr folgten, brach es ihnen das Herz. Freya hatte ihr ganzes Leben lang als Metzgerin gearbeitet. Ihr Vater vor ihr war Metzger gewesen, ebenso wie sein Vater vor ihm und so weiter, mehr als 125 Jahre lang. Es war der Familienbetrieb und sie war stolz darauf, ein Teil davon zu sein. Ihr Stand befand sich auf einem Markt am Rande von Baltimore. Sie hatten einen treuen Kundenstamm. Es kamen immer wieder Leute aus dem ganzen Bundesstaat, um die Produkte zu probieren. Es war alles frisches Fleisch und die Stücke waren wunderschön. Freya wollte auch die Preise niedrig halten, um immer mehr Kunden anzulocken. Aber es gab einen kleinen pelzigen Kunden, mit dem Freya nicht gerechnet hatte. Eines Tages kam eine streunende Katze. Sie hüpfte auf die Theke und Freya scheuchte sie weg, weil sie sich über die Dreistigkeit ärgerte. Nicht nur, dass sie wahrscheinlich einige ihrer Fleischprodukte stehlen würde, sie könnte sie auch mit Haaren und Schmutz verunreinigen. Die Katze selbst war eigentlich ziemlich schön. Sie hatte stechend blaue Augen und ein langes rotbraunes Fell. Sie war ziemlich groß und schien freundlich und gesellig zu sein. Wäre Freya dieser wunderschönen Katze irgendwo anders begegnet, hätte sie sie liebend gerne gestreichelt. Aber sie hatte einen Stand zu führen und das Geschäft am Laufen zu halten. Sie hatte keine Zeit, um mit der Katze zu spielen, egal wie hübsch und freundlich sie war. Jedes Mal, wenn sie sie verscheuchte, zog sie sich in die Büsche auf der anderen Straßenseite zurück und verschwand für mehrere Stunden, bevor sie wieder zurückkehrte und versuchte, Aufmerksamkeit zu erlangen. So ging es immer wieder. Die Katze bettelte um Fleischreste und Freya verscheuchte sie widerwillig. Sie verstand, dass die Katze ein Streuner war und wahrscheinlich Hunger hatte, aber sie konnte sie nicht ermutigen, zu ihrem Stand zu kommen und zu betteln. Was würden die Kunden denken? Wenn sich herumgesprochen hätte, dass eine Katze auf ihrem Fleisch herumkrabbelt, dann wäre der Stand im Nu geschlossen. Sie würde einfach auf der Theke sitzen und das Fleisch anstarren. Es gab Hühnerbrüste, Rippchen, Steaks, Leber, Lammkoteletts, Schweinefilets, Würstchen, Speck, jede Art von Fleisch, die man sich vorstellen kann. Ein echtes Buffet. Und die rothaarige Katze saß einfach nur da, schaute sich alles an, scheinbar in der Hoffnung, sich festbeißen zu können. Aber sobald Freya sie bemerkte, fuchtelte sie mit den Armen und verjagte sie. Aber Freya war nicht herzlos und machte sich Sorgen um die streunende Katze. Es war eine grausame Welt und sie glaubte, dass man versuchen sollte, jemandem zu helfen, der Hilfe braucht. Egal ob Katze, Hund oder Mensch. Eines Tages stellte Freya fest, dass sie ein paar Fleischreste hatte, die sie in den Müll werfen wollte. Aber stattdessen legte sie sie beiseite und wartete auf die Rückkehr der Rotschopfkatze. Tatsächlich tauchte sie nach ein paar Stunden wieder auf, aber dieses Mal wurde sie nicht verscheucht, sondern Freya warf ihr das Fleisch ein paar Meter vom Stand entfernt zu. Die Katze stürzte sich darauf und begann zu fressen, während die lächelnde Standbesitzerin zusah. Nachdem sie einen Kunden bedient hatte, schaute sie hinüber und sah, dass die Katze verschwunden war. Offensichtlich hatte sie die Mahlzeit genossen. Und so ging es weiter. Freya hob Fleischreste auf und gab sie dem Tier. Sie beobachtete die Katze beim Fressen und bemerkte irgendwann, dass sie nicht mehr da war, weil sie sich satt gefressen hatte. Es war ein netter kleiner Kompromiss, bei dem Freya sich um die schöne Katze kümmerte und sie gleichzeitig vom Fleischstand fernhielt. Aber Freya fiel etwas Merkwürdiges auf. Die rothaarige Katze fraß nur einen kleinen Teil des Fleisches, bevor sie den Rest in ihr Maul nahm und davonlief. Freya fand das ziemlich seltsam. Sie dachte, die Katze würde das Essen einfach auf der Stelle hinunterschlingen. Sie hatte noch nie erlebt, dass eine Katze eine leckere Mahlzeit beginnt und dann mit der anderen Hälfte wegläuft. Das kam ihr sehr merkwürdig vor. Freya hätte es vielleicht vergessen, wenn es ein einmaliger Vorfall gewesen wäre, aber es schien, dass die Katze jedes Mal, wenn sie ein Häppchen bekam, nur die Hälfte fraß und den Rest mitnahm. Und nicht nur Freya war diese seltsame Angewohnheit aufgefallen, auch die Stammgäste hatten die streunende Katze kennengelernt und fanden ihr Verhalten merkwürdig. Wohin nahm sie das Fleisch? Was hat sie mit den Resten gemacht? Warum aß sie nicht alles auf einmal? Die Antworten kamen bald ans Licht und als die Leute den wahren Grund herausfanden, brach es ihnen das Herz. An einem bestimmten Tag war es auf dem Markt ziemlich ruhig.
Freya unterhielt sich gerade mit 5 oder 6 Stammkunden, als sie alle die langhaarige, rothaarige Katze bemerkten, die sich an den Stand heranschlich. Freya unterhielt sich weiter, während sie die wenigen Fleischreste von der Theke aufhob, der Katze zuwarf, aber auch hier fraß sie wieder nur die Hälfte. Die kleine Gruppe beobachtete, wie sie den Rest ins Maul nahm und die Straße hinunterging. Aber die Neugier siegte und sie beschlossen, dass sie herausfinden wollten, wohin das schöne Tier ging. Freya und die kleine Gruppe folgten ihr, worauf sie dabei achteten, ihr nicht zu nahe zu kommen, um sie nicht zu erschrecken. Vielleicht verstaute sie das Futter, um es später zu essen. Vielleicht waren es aber auch ein paar niedliche kleine Kätzchen, um die sie sich kümmerte. Sie folgten ihr 5 Minuten lang durch die Straßen, bis sie in eine Gasse einbog, in der das Fleisch noch immer aus ihrem Maul baumelte. Alle blieben am Ende der Gasse stehen und spähten hinunter in der Hoffnung, das Ziel der Katze zu sehen. Aber was sie sahen, ließ sie alle mit Tränen in den Augen zurück. Auf halbem Weg durch die ruhige und verlassene Gasse lag ein Haufen Schutt. Dort lag eine weitere rothaarige Katze, diesmal mit kurzen Haaren, die mit dem Vorderbein unter einem der großen Betonblöcke eingeklemmt war. Die langhaarige Katze hatte um Fleischreste gebettelt, um sie ihrem gefangenen Freund zu bringen. Der gefangene Kater verschlang das Stück Fleisch, das er bekommen hatte, und kehrte mit der immer noch eingeklemmten Pfote in seine Position zurück. Das arme Tier war eindeutig verängstigt und hatte Schmerzen. Die Gruppe befürchtete, dass es langsam verenden würde, wenn ihm niemand helfen würde, und so trat Freya vor, um es zu befreien. Langsam näherte sie sich und streichelte die panisch aussehende gefangene Katze. Ihr Bein war eindeutig gebrochen und in ihrem Fell war trockenes Blut verfilzt, aber ansonsten schien sie gesund zu sein. Sie hielt die Katze fest, damit sie nicht weglaufen konnte, und hob den Betonblock von ihrem Bein. Auf dem Weg zum Tierarzt stellte Freya fest, dass der kurzhaarige Streuner sich tatsächlich das Bein gebrochen und bei dem Versuch, sich zu befreien, mehrere Schnitte zugelegt hatte. Er würde viel Liebe und Aufmerksamkeit brauchen, wenn er wieder gesund gepflegt würde. Wenn es niemanden gab, der ihn aufnehmen wollte, würde er mit Sicherheit eingeschläfert werden. Glücklicherweise sprang Freya ein und bot an, die arme, kurzhaarige Katze zu adoptieren. Aber nicht nur das. Sie beschloss auch, die langhaarige Streunerkatze mitzunehmen, die um Abfälle gebettelt hatte. Es war klar, dass die beiden Katzen beste Freunde waren und nicht getrennt werden konnten. Also nahm sie die beiden mit nach Hause und gab ihnen ein sicheres, glückliches und gesundes Heim, in dem sie leben und gedeihen konnten. Sie sorgte nicht nur dafür, dass die Kurzhaarkatze wieder zu 100% gesund wurde, sondern brachte auch beiden jeden Tag Fleischreste mit. Was hältst du von dieser besonders herzerwärmenden Geschichte? Würdest du eine Katze füttern, die zu dir kommt und bettelt? Und hättest du beide Katzen adoptiert, wenn du an der Stelle der Frau gewesen wärst? Wie immer freuen wir uns über deine Gedanken in den Kommentaren unten.